Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir uns Daisy ins Tal geholt und ich war ein bisschen überfordert mit ihrer Aufgabe. Und da ich immer noch warten muss, weil ich jetzt, es ist 19:34 am 1. Mai, nehme ich die weitere Folge auf für den 2. Mai. Deshalb dachte ich mir, holen wir uns auch Oswald ins Tal. Den bekommt man, wenn man das A Rift in Time Erweiterungspack gekauft hat. Deshalb, da bekommen wir ja weitere Chapter und da müssen wir uns mit Merlin in seiner Bibliothek treffen. Dann wollen wir das mal tun. So, bitte reingehen. So, sprich mit Merlin. Na, dann tun wir das jetzt mal. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ich weiß, dass ich es hier irgendwo abgelegt habe, aber war nichts so zugenäht. Wie ist es nochmal? Splitter der Inspiration, der Scherbe der Kreativität. Funke der Vorstellungskraft. Hallo, Erde an Merlin. Aber Funke der Vorstellungskraft. Ja, das war so. Oh, Red Bad, ich war so über meine Recherchen vertieft, dass ich dich kaum gesehen habe. Ich habe einige Aufzeichnungen über die uralte Zivilisation entdeckt, die einst im Dreamlight Valley lebte. Es scheint, als hätten sie diesen Funke der Vorstellungskraft erschaffen, um das Dreamlight Valley nach ihren Vorstellungen zu verändern. Seine Kraft hält das ganze Tal zusammen. Es ist die Quelle von einem Dreamlight. Wir müssen ihn also finden, bevor Jafar es tut. Dreamlight Valley ist also mehr so in meinem Traum? Nun ja, ja, es ist ein Traum. Sie bist du hierher gekommen, weil du eingeschlafen bist, oder? Und ich bin nie wieder aufgewacht. Hey. Aber denk daran nur, weil es ein Traum ist, heißt es nicht, dass er nicht real ist. Verstanden. Klingt verwirrend, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Hätte nicht fragen sollen. Dann kommst du genau zur richtigen Zeit. Verwirrung ist der erste Schritt zur Erleuchtung, weißt du? Was für Dinge könnte dieser Funke machen? Oh, ich fürchte, wenn jemand wirklich wüsste, wie man ihn einsetzt, wäre seine Macht unaufhaltsam. Er könnte so mächtig sein wie der Wunsch eines Flaschengeistes. Mit nur einem Fingerschnippen könnte Jafar das ganze Dreamlight Valley nach seinem Geschmack verändern. Das werde ich nicht zulassen. Er würde wahrscheinlich überall Statuen von sich aufstellen. Dieser Funke klingt ziemlich nützlich. Solange wir gemeinsam daran arbeiten, ihn zu stoppen, wird das ganz sicher nicht passieren. Wie finden wir den Funken? Meine Recherchen haben ergeben, dass der Funke einst an einem ganz besonderen Ort aufbewahrt wurde. Aha. Ein uralter Tempel in der Nähe des Landes der Uralten. Aber ich fürchte, es gibt ein Problem. Die Tür zum Tempel wurde von der Zeit zermürbt und der gesamte Tempel ist im Wasser versunken. Derzeit gibt es keinen Weg hinein. Was genau, welchen Ort du meinst? Die versunkene Tür zwischen den beiden Wasserfällen? Dann ist er wohl für immer verloren. Naja, wenn wir es nicht schaffen, schafft es Jafar auch nicht, oder? Darauf würde ich mich nicht verlassen. Jafar kann ziemlich einfallsreich sein, wenn es darum geht, zu bekommen, was er will. Und ich weiß genau, wie wir den Funke erreichen können, indem wir die Magie deiner Sanua nutzen, um die Zeit zurückzudrehen. Witzige Bruchstücke der Magie des Funken sind im Tal, auf der Insel der Ewigkeit und in den Reichen verstreut. Hier, das hier habe ich bei meiner Recherche gefunden. Okay. Das muss dich in die Reiche begeben und deine Sanduhr benutzen, um mehr von ihnen zu entdecken. Benutze dann deine Sanduhr auf der Insel der Ewigkeit und im Dreamlight Valley, um weitere Bruchstücke zu entdecken. Das Tal und die Insel sind große Orte. Wo soll ich suchen? Ich vermute, dass du sie dort findest, wo die Dorfbewohner zum ersten Mal aus den Reichen ankommen. Ich gebe mein Bestes, um herauszufinden, wo das sein könnte. Komm schon, du hast bestimmt eine Theorie. Gib mir einen Tipp. Vielleicht könntest du versuchen, in der Nähe des Wunschbrunnens auf dem Hauptplatz im Dreamlight Valley und des Wunschbrunnens bei den Docks auf der Insel der Ewigkeit zu suchen.
Wenn du damit fertig bist, solltest du dann ist halt nur die Magie des Funkes kanalisieren und das Tor zum versunkenen Tempel wiederherstellen können. Sieh dir dieses Streamlight an. So, im Reich von Vaiana Ratatouille oder Wall-E. Oh. So, finde Bruchstück mit deiner Sanduhr. Okay, okay, okay. Wir haben hier ein paar Erinnerungen, die möchte ich auch gerne mal einsammeln. Ui, ui, ui. So, hier war irgendwann eine, genau. Nom, nom, nom. So, da kriegen wir ein paar schöne Erinnerungen. Toy Story. Blumengießen. So, mir ist etwas aufgefallen. Gewisse Dinge sehen ein bisschen anders aus. Ich glaube, die Karotten sehen aus ein paar Gemüsesachen. Und auch die Kisten, die Truhen, die sehen, glaube ich, auch anders. Naja, ich spiele dieses Spiel, also kann ich wohl keinen lukrativen Tag haben. So, in dem Reich von Vaiana, in Dreamlight Valley, wo die Dürfen zum ersten Mal aus den Reichen kommen. So, dann schauen wir. Und das ist ein bisschen intensiver und farbiger geworden. So, genau, aber richtig blau. So. Nein, das ist nicht das, was ich brauche. So, genau. Und hier habe ich eine Aufgabe. Hier, sammle ein paar Nachtscherben. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, muss es hier ausgraben und dann bekommt man Nachtscherben, ne? Okay, das ist jetzt keine Nachtscherbe, aber ja. Also, weil hier ist ein Hammer. Ich dachte, ich muss es herstellen. Hat auch nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht. So. Gut, dann wollen wir hier mal wieder die Sanduhr rausholen und dann ein bisschen Wirbel und einfangen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann gucken wir mal weiter und weiter. Da haben wir es. Ja. Das ist nicht das, was ich brauche. Das wäre zu einfach, wenn ich sofort bekäme. Naja, wahrscheinlich will er angeln. So, frag ihn doch einfach. Klar. Nein, ich will ihn nicht. Ja, danke, ich bin auch da. Wiedersehen. So. Also dann. Weiter. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Na, also gut. So, dann machen wir, gehen wir mal in das Reich von Vaiana. 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 Pa 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 pu bi 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 da ba bu di bu di bi di bi di bei. Hier gibt es auch diese Schimmer, falls ihr es noch nicht gewusst haben solltet. Kommt mir, in diese Reiche. Bari bari bi di. Oh, ich muss eigentlich ein Reich würde. Ach, oder ja, vielleicht sollte ich mal genauer lesen. Weiß nicht, wie das Lied geht. Damit wir mal wieder auch ins Land von. Das können wir jetzt später gießen. Ratatouille, da war ich auch schon ewig nicht mehr. Das ist so ein klitzekleiner Laden, also. Guck mal an jeder Ecke. Und so, jetzt muss ich, so leid es mir auch tut, ins andere Reich. So, Insel der Ewigkeit, die Docks. Da sind auch ganz, ganz viele Erinnerungen, ja. Aber was ich hier suche, ist, eine Erinnerung. Wenn ich eine finde, dann packe ich sie mir auch an. Dann geht sie mir. Die Erstkönigin? Ja, nice. So, was? So. Ein paar Sachen haben sich so ein bisschen geändert. Optisch, von den Sounds her sind die auch ein bisschen komisch
Das ist ja auch komisch an. Erinnerung, Ibi. Ja, auch zu schön. Okay. Das war jetzt nicht, was ich brauche, aber das kann ja auch nicht schaden. So. Hallo? Erinnerung! Her damit. Da, schauen wir mal. Es muss ja hier sein, das gibt keinen anderen Weg. Ja. Da ist noch eine Erinnerung und da auch noch eine Plünderungen. Die Schöne und das Biest. Aha. Achtung. Encanto? Haha, Gartenarbeit. Erinnerung. So, meine. Das mag ich. Das gefällt mir. Von Toy Story. Ich will. Hubla. Versuchen. Oswald zu kommen. Er hat auch eine Aufgabe, die ich ziemlich überfordert. Ich werde gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das verstanden habt. Bring alle Bruchstücke zu Merlin. Wird er höchstwahrscheinlich nicht hier sein. Oder doch? Ich habe mich geirrt. Was jetzt? Ha. Bruchstück, Bruchstück des Dreamlands, Bruchstück der Insel, Bruchstück der Reiche. Rainbow, du hast es schon wieder geschafft. Die Magie des Funkes ist überall um uns herum. Jetzt müssen wir sie uns nur noch zunutze machen. Folge mir zu den uralten Ruinen. Dafür brauchst du die ganze Kraft deiner Sanduhr. Danke, sehr freundlich von dir. Folge Merlin zu den uralten Ruinen. Okay. Ich wohne dich. Oh, das ist eine Gemeinde. Ich bin auch viel älter als du. So, der Weg. Oh, wir können schon weitergehen. Das ging vor dem Abteil noch nicht. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja, ich weiß. Aber besser spät als nie, oder? Das ist sie, Raybed. Siehst du diese Tür? Dort wirst du die Antworten finden, die wir suchen. Lass uns mit deiner Magie anfangen. Die Satz ist doch nicht gefährlich, oder? Wenn ich doch nur eine Jungmeerjungfrau. Wenn ich doch nur wie eine Meerjungfrau schwimmen könnte. Ich hätte es selber nicht besser sagen können. Richte die Magie deiner Sanduhr auf die Tür. Es hat funktioniert und das Gewebe der Realität hat sich nicht aufgelöst, wie es befürchtet hatte. Wow, dieser Ort sieht riesig aus. Es wurde an der Zeit, ein paar uralte Ruinen zu erforschen. Bitte, was soll ich jetzt entwirren? Es gibt nichts Aufregenderes, als die Vergangenheit aufzudecken, mit diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Nun denn, der Funke der Vorstellungskraft liegt tief im Inneren des Tempels und ich bin mir sicher, dass es dort drinnen einige verwirrende Rätsel gibt. Diese Art von uralten Ruinen ist immer voller Rätsel. Wir müssen durch die Tür gehen, um herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Ach du Liebe, ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Betritt er die uralten Ruinen. Okay. Betreten. Okay. Hm.
groß es wohl ist. Springen wir mehr in den uralten Ruinen. Okay. Gar nicht so weit hoch. Oh, hallo. Wie merkwürdig siehst du das, Ray-Ban? Ich glaube, das ist, das ist eine Falltür. Es wäre kein Abenteuer oder eine Falltür. Das muss etwas Cooles. Da muss etwas Cooles drunter sein. Ich schätze, sie soll es vermeiden, dort hinzugehen. Ah, es ist nicht nur cool. Ich bin sicher, dass das, was wir suchen, unter uns liegt. Wir müssen also einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ich werde sie weiter nach Hinweisen absuchen. Vielleicht kannst du versuchen, die anderen Kammern auf dieser Ebene zu untersuchen. Ich habe in der Nordkammer eine Art uraltes technisches Gerät bemerkt. Ein seltsames Podest in der Westkammer und eine Abbildung mit Musiknoten in der Ostkammer. Okay, ich bringe dir Fotos von allem, was ich finde. Ich lüpfe meinen Hut. Mache ein Foto von jeder Kammer in den uralten Ruinen, ein mysteriöses Podest in der Westkammer, ein uraltes Computerterminal in der Nordkammer, eine Reihe von Musiknoten in der Ostkammer. So, dann machen wir mal hier ein Foto. Bildformat ändern. Stehen, hocken, Kameramodus ändern. Irgendwie neue Positionen. Müssen sie echt mal was Neues reinbringen. So, man kann ja nie wissen. Sieht so arrogant aus. Nein, das war das Falsche. Ich mache mal ein Foto. Wir machen eh. So, you never know, you know. So, ein uraltes Computer-Terminal. Eine Nordkammer. Und hier mein... mysteriöses Podest in der Westkammer. Ja, man kann ja nicht wissen, ob wir das Foto brauchen. Und das Computer Terminal. Speichern. Gehen wir die Bilder zu Merlin zurück. Okay. Hallo? Jetzt komm schon. Uns erwartet viel Arbeit. Wie merkwürdig. Es scheint, dass die anderen Kammern den Schlüssel zum Öffnen der Falltür enthalten. Das müssen Tests sein. Tests für genau die Eigenschaften, die diese antike Zivilisation schätzte. Die alte Konsole in der Nordkammer, die erhöhte Plattform in der Westkammer, die Musik nur in der Ostkammer. Aha. Es ist eine Form der uralten Technologie. Die antike Zivilisation schätzte technische Innovationen. Das muss jemanden auf der Insel der Ewigkeit finden, der mit diesem Gerät sprechen kann. Jemand, der sich mit solchen Dingen auskennt. Eve, Wally, Goofy? Wally, kein schlechter Vorschlag, aber Eve könnte noch hilfreicher sein. Ich habe eigentlich zuerst an sie gedacht. Sie hat eine lange Zeit auf der Insel der Ewigkeit verbracht, umgeben von all dieser uralten Technologie. Okay, ich bitte Eve um Hilfe. Die erhöhten Plattformen in der Westkammer. Es sieht so aus wie eine Art Podium. Ich vermute, dass hier als eine Statue von zwei großen Helden stand, aber die sind schon lange zerbröckelt. Du musst jemanden finden, der ziemlich kräftig ist, und um darauf zu stehen und ihn auszulösen. Jemand, der eine heldenhafte Pose einnehmen kann. Offensichtlich schätzt diese antike Zivilisation Stärke und Heldentum. So jemanden werden wir brauchen. Maui, Gaston, ich natürlich. Die Idee ist gut, aber ich wage zu behaupten, dass Maui ein bisschen zu viel für diese Plattform sein könnte. Die antike Zivilisation konnte sich nicht darauf verlassen, dass die nachfolgenden Generationen einen Halbgott in ihrer Mitte haben würden. Aber Gaston, er würde sich ganz gut machen. Gut, ich werde mit Gaston darüber reden, wie man das auslöst. Die Musik nur in der Ostkammer.
Es scheint, dass die antike Zivilisation die Kreativität und insbesondere die Musik als eine der reinsten kreativen Formen schätzte. Du musst jemanden finden, der sich mit Musik auskennt, um ihn zu entschlüsseln. Ich bin Doug, Remy, Rapunzel. Also Remy ist mehr Kochen, Doc ist mehr Geld aus der Tasche, sie in Rapunzel. Ein sehr kluger Vorschlag, sie ist eine gute Sängerin und Instrumentalistin. Gut, ich werde mit Rapunzel reden. Großartig, die antike Zivilisation bis Stärke und Heldentum, technologisches Wissen und Innovation sowie Kreativität und Musik geschätzt haben. Aber niemand hätte all diese Talente in sich vereinen können. Was sie also vielleicht am meisten schätzten, war Freundschaft und Zusammenarbeit. Das heißt, niemand kann den Funke der Vorstellungskraft alleine erreichen. Aber mit der Hilfe von Gaston, Yves und Rapunzel wirst du es sicher schaffen. Hervorragend! Sprich mit Rapunzel. Kann man das natürlich ein irgendwo sagen? So, dann komme ich hier raus. Okay. So, dann reden wir mal. Dann reden wir mal einfach mit Eve. Name? Eve, ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Scanne dieses Foto unter der Insel der Ewigkeit. Unter der Insel der Ewigkeit gibt es diese uralten Ruinen. Vielleicht kann ich besser reden, wenn du es kennst. Da unten steht ein uralter komischer Computer. Du musst dich da rein hacken. Bitte, bitte. Glaubst du, du kannst das machen? Das sollte doch ein Kinderspiel sein, oder? Oh. Oh nein, Eve, du siehst traurig aus. Glaubst nicht, dass du mit diesem Computer sprechen kannst? Oh. Auf der Insel gibt es so viele alte Technologien. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, ein Zubehörteil herzustellen, das dir hilft, dich mit dem Computer zu verbinden. Oh, danke. Wow, was ist das? Das sieht aus wie eine Art Karte. Eine Karte zu teilen von etwas, das uralter Prozess genannt wird. Das muss es sein, was wir brauchen. Ich werde diese Karte benutzen, um alle Teile zu finden und dir Bescheid geben, sobald ich sie habe. Wally! Dann muss ich mit Rapunzel sprechen. Rapunzel aus den Haaren herunter. Mit der Gaston. Erinnerungen. Wenn wir Jafar wieder mehr zu sehen bekommen. Vajana. Ne, Lidon Stitz. Okay. Kann nicht alles wissen. So, haben wir noch ein paar Erinnerungen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass man da runterschauen kann. Habe ich da nie in diese Richtung geschaut. Egal, wo ist denn Rapunzel? Ich bin in die falsche Richtung gelatscht. Achso, ich brauche den magischen Wegweiser. Der hier soll mir helfen. Sie finden, zu finden. So, Moment, ich muss schnell die Erinnerungen einsammeln. Ja, damit. Ich muss dann noch mit Gaston reden. Wally. Ach, Dornen. Gesundheit, bist du okay? Vielleicht komme ich später wieder. Es tut mir leid, Draypan. Ich bin ganz nah an eine große Fliegenfalle herangekommen und sie hat mir eine große Wolke Pollen ins Gesicht geschleudert. Seitdem muss ich ständig niesen und meinen Hals kratzt. Ich bin sicher, dass es mir bald wieder gut geht. Brauchst du etwas? Kann ich dir irgendwas helfen? Ich bin auf der Spur eines besonderen Schatzes. Man nennt ihn den Funke der Vorstellungskraft. Aber um ihn zu finden, muss ich dieses spezielle Rätsel mit Musiknoten lösen. Es sieht so aus, als ob wir die richtigen Noten kennen müssen und jemanden brauchen, der sie singt. Oh nein, wenn du deshalb hier bist, kann ich dir in nächster Zeit wohl nicht helfen.
Mein Hals kratzt so sehr, ich konnte den ganzen Tag keinen einzigen Ton singen. Oh, ich denke, ich könnte jemanden anderen bitten, mir bei diesem Teil zu helfen. Aber ich möchte dir wirklich helfen, nachdem du mir schon so oft geholfen hast. Wenn ich doch nur den Tee oder die Suppe hätte, die Mutter immer gemacht hat. Immer wenn ich Halsschmerzen hatte, hat sie sie gemacht und nach ein paar Schlücken konnte ich wieder sinken. Vielleicht kann ich dir welche machen. Meinst du, du schaffst das? Ich würde sie selber machen, aber Mutter hat spezielle Rezepte, die sie nicht mit mir teilen wollte. Ich will Mutter wirklich nicht um Hilfe bitten. Nicht nachdem ich schon so weit gekommen bin. Ich weiß nur, dass sie mich im Gegenzug bitten wird, für sie zu singen. Mutter Gotel hat einige Sachen in deinem Turm hinterlassen. Könntest du da oben... Könnte es da oben sein? Weißt du, du könntest recht haben. Ja, tja. Sie hat einen Haufen Sachen dort gelassen. Aber ich habe noch nichts davon durchgeblättert. Ich war zu sehr damit beschäftigt, die Insel zu erkunden. Kein Problem. Ich werde deinen Turm durchsuchen und sehen, was ich finde. Ich kann es kaum erwarten. Auf Wiedersehen. Und komm bald wieder, damit wir reden können. Okay. So, Gaston, wo bist du? Wo treibst du dich herum, Gaston? Oh, ja. So, Gaston, her mit dir. Oh, Rayburn, hat dich die Hitze der Dünen überwältigt? Bist du gekommen, um im Schatten meines enormen Bizepsschutz zu suchen? Eigentlich könnte ich deinen Bizeps etwas gebrauchen. Nein. Oh, oh, oh. Soll ich etwas heben oder vielleicht mit einer gefährlichen Kreatur ringen? Nicht ganz, aber nah dran. Du musst dich auf etwas stellen und so schwer wie möglich sein, um eine Falltür auszulösen. Hier, sieh dir dieses Bild an. Ich versuche, diese Falltür in den uralten Ruinen zu öffnen, damit dich... Stopp! Mehr ist nicht nötig. Du brauchst jemanden, der heldenhaft posiert und ich bin ein Held, der hervorragend posieren kann. Es gibt nur ein Problem. Und ein ordentliches Frühstück bin ich nicht in Bestform. Verstanden, du brauchst ein heldenhaftes Frühstück. Ist das deine Art, mich dazu zu bringen, dir Frühstück zu machen? Nun, du bittest mich, dir zu helfen, Rayburn. Heldentum ist harte Arbeit. Du kannst nicht erwarten, dass ich das mit leerem Magen mache. Ein richtig sättigendes Frühstück musst du natürlich mehr tun, als so ein paar Croissants zu backen. Ich habe in den Dünen ein interessantes Rezept gefunden. Es scheint, als hätte die uralte Zivilisation, die hier lebt, ein ziemlich beeindruckendes Rezept gehabt. Ein Omelett aus purem Gold. Klingt köstlich, klingt schwer zu machen. Es klingt wie ein Rezept für Verdauungsstörungen. Es gibt keinen besseren Magen als den von Gaston. Meiner wird das schnell erledigen. Wie geht's? Das Rezept erfordert goldene Zutaten, aber ich habe nur eine davon auf der Insel gesehen. Und wenn sie aus Gold sind, hat der Täuschungszauberer sie vielleicht in seinem Tresor gesammelt. Stimmt, ich schaue in der Wunderhöhle nach. Auf Wiedersehen. Die Wunderhöhle, was? So, ich muss jetzt mal schauen, ob wir hier ein Rezept für... Ah, ich habe vergessen, ja, so. Oh... Dann kann sich das Rezept anschauen. Finde die goldenen Zutaten in der Wunderhöhle. Goldene Eier, Edelstein, Käse, altes Wildfleisch, goldene Milch, goldenes Paprika. Die Wunderhöhle ist, glaube ich, die Höhle des Löwen. Na, das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr keine Folge verpassen möchtet und noch nicht abonniert habt, solltet ihr jetzt auf Abonnieren drücken und natürlich das nächste wieder einschauen in der neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Das ist die Folge für Donnerstag, dann nehme ich morgen zum zweiten die Folge für Freitag auf. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.